Hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend halb wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Achievement aus der Kategorie Erkunden und dann War Within und hier haben wir das Achievement Schätze von Heilsturz. Dafür müssen wir Folgendes machen: findet die versteckten Schätze von Heilsturz und das sind insgesamt 11 Stück. Dazu benutze ich wieder das Handy Notes The War Within Addon und dann würde ich sagen, schauen wir einmal rein. Der erste Schatz befindet sich auf den Koordinaten 76, 53 und das ist spornbedeckte Truhe. Und dafür müssen wir hier in so eine Höhle rein. Fangen wir Stealth ein bisschen durch, die Mobs wollen wir nicht unbedingt adden. Und achso, okay, die Suppe holt uns aus dem Stealth raus, interessant. Und hier oben ist quasi dann einfach die Kiste und ein Erz, falls ihr quasi noch Ding seid. Bergbau könnt ihr die mitnehmen. Da waren jetzt ein paar Erze drin, so wie ich gesehen habe. Und einmal eine Null-Lotus, also das können wir dann auch verkaufen. Dann müssen wir für das nächste wieder in die Höhle rein. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 59, 59. Und hier ist wieder ein Höhleneingang. Und da drin haben wir einmal dunkles Ritual. Und ja, ich würde sagen, da gehen wir einmal rein. Und schauen mal, wir müssen dann nämlich dieses dunkle Ritual erstmal anklicken. Ach, guck mal an, die Höhle kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Copy-Paste bei Blizzard mal wieder. Naja, gut, so viel dazu. Das Ding ist auch da oben. Und da können wir einmal klicken, Ritual beginnen. Und dann sollen jetzt anscheinend Mobs kommen. Und wenn wir die alle besiegt haben, sollten wir unsere Belohnung kriegen. Mal gucken, wie viele Wellen da kommen. Also Welle Nummer 1. Die werden wahrscheinlich stärker, oder? Die Mobs, ja. Das sind jetzt schon so mittelstarke. Und dann kommt wahrscheinlich irgendwo am Ende noch ein Boss, schätze ich mal. Ah ne, kommen wieder ein Haufen kleine. Ich schätze mal, das ist jetzt der Boss. Big Boss. Aber die scheinen jetzt alle nicht sonderlich stark zu sein. Okay, dann spawnt eine Orb. Und die können wir einmal anklicken. Und dann gibt es einmal einen Schmuck beschwört. Beim Eintritt in den Kampf eine Kugel dunkler Macht, die euch unterstützt. Okay, das ist ein 571er Trinket immerhin. Interessant. Für den nächsten Schatz müssen wir ein bisschen weiter hochfliegen. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 55, 69. Und dort haben wir in so einer kleinen Lücke einen Kristall drin. Und den klicken wir jetzt mal an. Da gibt es einmal dann ein Item, das wir aufbrechen können. Das machen wir jetzt auch mal, würde ich sagen. Was haben wir da jetzt gekriegt? Ah, okay. Das ist, glaube ich, Verzauberungsmaterial, oder? Strahlender Saphir. Könnte auch ein Juwelmaterial sein. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Auf jeden Fall kann man das anscheinend im AH verkaufen. So, jetzt würde ich sagen, ich fliege mal ein bisschen raus, dass ihr seht, wo ich den jetzt gerade gelootet habe. Also wir haben hier dieses große Konstrukt, ne? Mit verschiedensten Löchern drin. Und hier in der mittleren Ebene, in diesem kleinen Loch, da ist der Kristall drin. Ne? Nochmal von der anderen Seite. Also da oben in dem Löchchen. Der nächste Schatz befindet sich jetzt hier an so einer Klippe dran. Und zwar haben wir da den Schmugglerschatz. Und der ist auf den Koordinaten 55, 51. Den können wir aber leider nicht gleich öffnen, sondern wir brauchen den Schmugglerschlüssel. Und der Schmugglerschlüssel, der ist anscheinend unten bei den Leichen von Mobs, die hier runtergefallen sind. Da müssen wir mal gucken. Nehmt den Schlüssel. Und dann haben wir hier einmal einen Schlüssel. Können wir auch eine Notiz lesen. Okay, das ist jetzt für die Kiste nicht sonderlich wichtig. Also Schlüssel haben wir eingetütet. Dann können wir den Schatz einmal damit öffnen. Und was gibt Schönes raus? Es gibt einmal... Ah, eine Farbe gibt es einmal anscheinend draus. Macht einen Gefährten grün, solange er an der Seite seines Herrn bleibt. Okay, 50 Aufladungen. Okay, so viel dazu. Gut, dann können wir weiter. So, dann schauen wir uns den nächsten Schatz an. Und zwar ist der Schatz, den wir uns jetzt angucken, hier ganz auf der anderen Seite, wo ich jetzt gerade bin. Und zwar auf den Koordinaten 41, 58. Da ist nämlich ein Hund. Dem müssen wir nämlich ein Stück Fleisch mitbringen. Und zwar fleischige Keule. Und dazu müssen wir jetzt hier auf den Koordinaten 69, 43 bei einem NPC quasi was kaufen. Und das ist hier der Stallmeister. Hoffnung besteht und immer. Der hat einmal hier auf der zweiten Seite für 20 Gold die fleischige Keule. Die kaufen wir uns einmal. Und dann fliegen wir jetzt einmal hier rüber wieder zu dem Hund. So, jetzt sind wir hier einmal bei dem Pet.
Ach, das ist gar kein Hund, das ist eine Katze. Aber auf jeden Fall müssen wir das ein Pet geben. Also hier auf 41, 58 ist das, ne? Hier in dem Lager. Und da können wir jetzt einen Dialog. Können wir dem die Keule geben? Dann fängt er an, hier wegzulaufen. Und wir müssten eigentlich dann unseren Schatz kriegen. Achso, wir müssen ihm noch folgen, ne? Sonst gibt's nichts, wo er hinläuft. Sieht ja witzig aus, wie es die Keule in der Hand hält. Okay, ich glaube, wir machen eine weitere Tour, huh? So wie es ausschaut. Also wird anscheinend den Schatz ausgraben, so wie das ausguckt. Ah ja. Was? Und was haben wir da jetzt rausgekriegt? Ein Kochrezept tatsächlich. Ja, nicht schlecht. Das kann ich nur brauchen, sobald ich Kochen geskillt habe. Und dann haben wir noch ein Buff-Food, wo wir Geschwindigkeit bekommen. Okay, gut, dann weiter. So, der nächste Schatz ist ein bisschen aufwendiger. Und zwar müssen wir da uns ein paar Items zusammen farmen, die ich jetzt hier schon zum Teil auch im Inventar hatte. Wahrscheinlich hattet ihr euch auch schon ein paar gefarmt. Und zwar, wenn wir jetzt hier drauf gehen, auf dem Schatz haben wir vier verschiedene Spots. Wir brauchen nämlich vier Items: Sonnenloser Köder, Trübflossenköder, Hungernder Schimmerflosse und Nekrostab der Zornflossen. Und die müssen wir jetzt holen. Und ja, im Endeffekt sieht es so aus, dass wir hier bei den orangen Punkten hier oben, ne, also etwa auf den Koordinaten 46, 14, da bekommen wir den Trübflossenköder, also das mit dieser goldenen Orb als Symbol, ne? Und zwar gibt es das aber nur von bestimmten Mobs. Das sind hier nicht die normalen, die rumlaufen, sondern, seht ihr das? Hier ist so ein Mob, der quasi All der so ein Narati Güte. hier als Köder anbietet und dann selber hier in den Schatten ist. Also nur die können das droppen. Selbige Mobs gibt es jetzt hier in dem anderen Lager auch noch, auf den Koordinaten 54, 28. Und da droppt dann sonnenloser Köder. Die quasi ähnliche Art von Mobs, ne? Die gibt es auch hier auf den Koordinaten 50, 49. Das ist quasi hier außenrum, um den Strudel sind die, ne? Und da ist ist dann die hungrige Schimmerflosse, kann da droppen. Und hier oben, das sind einfach normale Caster. Also die laufen hier rum. Und da war dann der Nekrostab drin, der Zornflossen. Und alle vier Items müsst ihr besorgen. Und dann können wir die kombinieren. Und ich habe die jetzt schon mal geholt. Da muss man schon ein bisschen farmen tatsächlich. Vor allem von diesen Versteckten sind immer nicht sonderlich viele da, ne? So. Und dann haben wir quasi uns da einmal das Spielzeug zusammengebaut. Mehr ist es tatsächlich nicht. So, dann schauen wir uns den nächsten Schatz an. Und zwar haben wir jetzt hier auf den Koordinaten 64, 6 einmal eine Muschel. Und die müssen wir öffnen. Und dafür brauchen wir Spreizer des Muschelfischers. Und diesen Spreizer des Muschelfischers, den haben wir auf so einem kleinen Inselfleckchen auf den Koordinaten 61, 6. Ich habe den hier beim Questen schon mal angeklickt, also der liegt jetzt hier leider nicht mehr, aber der müsste direkt hier auf dieser Insel gelegen sein, ne? Also ihr seht, da haben wir diese kleine Insel, da kriegen wir dann das Teil, diesen Spreizer, und mit dem Spreizer bewaffnet müssen wir dann einmal hier zu der Muschel, und die können wir dann einfach anklicken und looten. Da ist dann auch ein kosmetisches Item mit drin. Ich sagen, machen wir die mal auf und haben dann noch ein schickes T-Mog. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, ist ganz nett. Gut, dann können wir weiter zum nächsten. Oder für den nächsten Schatz müssen wir in eine Höhle rein. Da bin ich auf den Koordinaten 57, 27. Und dort haben wir den Eingang. Und dort drin ist so eine Glimmerfliege. Und diese Glimmerfliege, die lässt so Sterne fallen, ne? Und da gibt es dann einen Buff, wenn wir die auffangen. Und wir müssen uns jetzt von diesem Buff quasi 5 Stacks holen. Und sobald wir uns diese 5 Stacks besorgt haben,
müssten wir dann eine Kiste damit öffnen können. Wenn ihr hier irgendwelche Speed-Fähigkeiten habt, dann ist es wahrscheinlich nicht schlecht, dass ihr die zieht. Zum Teil müsst ihr schon ein bisschen laufen. Okay, das hat funktioniert. Jetzt habe ich hier den Buff drauf, um die Höhle zu erhellen. Und wir können einmal den Schatz looten. Und da haben wir dann das Ding auch. Fackel des Höhlenforschers ist das. Als nächstes sind wir jetzt hier oben auf einer Insel auf den Koordinaten 50, 13 unterwegs. Und dort müssen wir jetzt ein verlorenes Andenken von der Kante des Schreins looten. Und zwar ist das diese Eiskette. Und die gibt es dann tatsächlich auch, aber ist nur 544. Also jetzt nicht so hoch im Item-Level. Aber zumindest haben wir den Schatz dann auch eingetütet. Als nächstes schauen wir uns jetzt einen Schatz an, wo man ein bisschen rumfliegen muss. Und zwar ist es die versunkene Truhe des Himmelskapitäns. Und die ist auf den Koordinaten 45, 45. Da können wir jetzt runtertauchen. Die kann man aber erst aufmachen, wenn man mit 4 Himmelskapitänen gequatscht hat. Und da ist dann auch einmal ein Spielzeug drin. Das Ding ist, diese Himmelskapitäne, die, mit denen habe ich, bevor ich von dem Schatz wusste, schon mal gequatscht. Da gibt es so... ja, es sind, glaube ich, keine Dialoge, aber mit denen kann man einfach einmal interagieren. Oh, das war nix. Das habe ich für All the Things, mein Add-on, gemacht, weil da quasi eine Dialogoption drin war. Aber ich zeige euch mal, wo die sind. Also, wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann haben wir jetzt hier zum Beispiel einen von den Himmelskapitänen. Und, ja, ich hatte, wie gesagt, mit dem schon interagiert. Jetzt blenden wir mal hier das ein. Also, wir haben... das ist, glaube ich, eh die falsche. Ja. Also das scheint die falsche zu sein. Jetzt fliegen wir mal rüber zum nächsten. Donald, ja genau, mit ihm kann man sprechen. Und dann kann man halt hier den Statusbericht quasi anfordern. Und es läuft halt so, ihr seht, hier sind diese ganzen Luftschiffe und ihr fliegt jetzt halt einfach von einem zum anderen Luftschiff und könnt dann dementsprechend quasi die Dialoge durchballern. Und wenn ihr alle 4 habt, dann könnt ihr die Kiste aufmachen. Ich fliege jetzt mal noch zu dem anderen rüber, dann schauen wir mal. Ich meine, also wenn ihr hier und hier kreuzen die eigentlich hauptsächlich, beziehungsweise da außen fliegen auch ein paar rum, da solltet ihr eigentlich alle erwischen. So, hier haben wir den nächsten. Honoro, genau, das ist auch einer von denen, die wir brauchen. Mit denen kannst du dann auch hier einmal quatschen. Und die anderen beiden, die sind, glaube ich, dann hier, beziehungsweise hier hinten fliegen die rum, ne? Da solltet ihr eigentlich alle finden. Schauen wir nochmal hier kurz um die Ecke rum. Mal gucken, ob das ein anderes jetzt ist. Also ihr seht, da hinten ist auch noch eins, da fliegen relativ viele rum. Fairberg, ich glaube, das ist auch eins, den wir brauchen. Ja, genau. Ihr tragt die Fackel, ihr erleuchtet die Stadt. Und das letzte müsste dann hier hinten rumfliegen. Aber jetzt geht mir ein bisschen der Elan aus. Müsste mir jetzt einfach glauben, dass da auch noch eins ist, oder? Schauen wir mal, ob wir dahinter noch hinkommen. Nee, das ist, glaube ich, eher schwierig, oder? Ich meine, wenn dann das oder das andere. Jetzt gucken wir mal, was da für ein Captain noch drauf ist. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal das Falsche. Dann wird es das andere wahrscheinlich sein. Oder halt noch eins, was quasi hier so verkehrt, ne? Da müsst ihr halt einfach ein bisschen die ganzen Dinge abklappern. Ne, das ist es auch nicht. Dann wird es wahrscheinlich da hinten eins noch sein. Genau, aber ich würde sagen, die Luftschiffe sieht man ja relativ gut. Den letzten werdet ihr auch noch quasi bei den Luftschiffen finden. Dann kommen wir zum vorletzten Schatz. Und zwar sind wir jetzt einmal... hier oben auf den Koordinaten 30, 38 und da haben wir ein Säckchen und das können wir hier looten. Das ist direkt hier an der Kante drauf, ne, von diesem großen Gebäude und da gibt es dann nochmal eine Tasche. Wir hatten ja schon eine aus dem anderen Gebiet, das ist auch wieder eine 34-Platz-Tasche. So, dann kommen wir zum letzten Schatz und zwar müssen wir da jetzt auf die Koordinaten 40, 51 in dieses Hauptgebäude in Merilda. Und ja, da gibt es auch wieder ein Spielzeug. Und jetzt können wir den einmal anquatschen. Stellt eure Frage. Und jetzt haben wir hier, unsere Vorfahren hatten antike
Vorstellungen von vom Kosmos. Was dachten Sie? Azeroth ist flach. Das murmelt und das hustet. Ist der Kosmos monopolar Elemente? Okay, also keine Ahnung, was die jetzt dachten, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall, so wie das aussieht, hier die Antworten einmal suchen und die sollte man abfliegen. Mir wurde auch gesagt, die muss man, glaube ich, nehmen, also man kann nicht einfach irgendwas wählen. Wir probieren es jetzt trotzdem mal. Azeroth ist flach. Falsch. Kehrt zurück, wenn ihr die Antwort Flucht gefunden habt. Eine Frage. Okay, ich glaube, egal was man da jetzt macht. Richtig, stellt eure Frage. Also anscheinend braucht man doch nicht die Antworten. Nutzt die Verteidigung des Reichs. Wenn ich jetzt einfach immer durchklicke. Gut ausgerüstet ist gut vorbereitet. Waren in Militärqualität für zivile. Also ich glaube, das geht nicht. Meine Waren sind also man muss glaube ich die Antworten holen, so wie es aussieht. Gut, okay, dann würde ich sagen, fliegen wir los und holen die mal. Und zwar gibt es dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spots. Und ich würde sagen, ich fliegen wir jetzt mal ab und holen das Zeug. So, dann sind wir am ersten Spot angelangt. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 48, 39. Und da bin ich jetzt in ein Haus rein, ne? Also das genau auf den Koordinaten ist. Und da haben wir jetzt ein Buch liegen, das große Buch über die Idiome der Arati. Das können wir anklicken. Und kann man auch lesen. Okay, aber jetzt würde ich sagen, wir holen jetzt mal alle Bücher und dann schauen wir mal, ob man dann zusätzliche Dialogoptionen hatte, weil bei dem einen waren wir ja anscheinend gerade falsch gelegen. So, das nächste Buch haben wir auch wieder in dem Haus und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 64, 28 und dort hinter dem Tresen liegt einmal Richtlinien der Schattensperrstunde. Haben wir jetzt auch auf. Können wir sogar auch lesen. Oh boy, die haben mehrere Seiten, die Bücher, ne? Okay, als nächstes sind wir dann hier auf den Koordinaten 69, 43. Und dort haben wir jetzt das Buch quasi hier in dem Gebäude an der Seite am liegen. Pflegen und ernähren des Kaiserluchses. Heißt das? Gut, am nächsten Spot angelangt und zwar sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 70, 57 und da ist jetzt so ein, ja, besseres Zelt, würde ich mal sagen. Und da liegt dann das nächste Buch rum, das Lied von Reni Lasch. Mal einmal looten. So, dann sind wir jetzt auf dem Luftschiff und zwar hier bei den Koordinaten 56, 64. Und dort können wir jetzt hier quasi in das Luftschiff reinlaufen und da liegt das nächste Buch und zwar Beledar, Vision des Kaisers. Sehen schon relativ hochwertig aus, die Bücher, ne? Haben sie schon ein bisschen was an Designaufwand reingesteckt. So, das nächste ist jetzt auch nicht weit weg, das ziehen wir jetzt gleich durch. Und zwar müsste das da oben liegen. Ja, auch wieder in einem Haus drin, schätze ich mal. Ja, okay. Und zwar sind wir jetzt auf den Koordinaten 48, 64. Und dort haben wir, wo das Buch? Eigentlich genau hier liegen. Kann sein, dass ich das schon mal... nee. Es kann sein, dass ich das schon mal auf... Ah, seht ihr, das ist das hier. Das Kodex der dimensionalen Struktur. Okay, das hatte ich anscheinend schon mal aufgehoben beim Quest. Man wollte gerade sagen, ich war hier schon mal drin, wegen ein paar Quests. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück haben wir jetzt. Und jetzt können wir zurückfliegen zu dem Typen, wo wir hier die Fragen gestellt kriegen. So, wir wenden jetzt die Taktik an, dass wir uns einfach durchklicken. Und dann schauen wir mal. Also, was sind die Eckpfeiler der Ausbildung eines Kaiserluchs? Rechts machen wir einen Hinweis. Irgendwie Lux sind gut ausgerüstet, ist gut vorbereitet. Machen wir mal Respekt. Stellt eure Frage. Was soll man tun, wenn Beledar sich verschiebt? Das gleiche wie sonst auch, alles töten, was einem komisch kommt. Ja, das klingt gut. Ne, okay, das war schon mal falsch. Schutz und Licht suchen, Pläne, okay, das könnte sein.
stellt eure Frage. Ah, das war's. Welche Flotte wurde entsandt, um Hallsturz zu finden? Die erste, die beste Flotte, die dritte Flotte. Sagen wir die dritte, oder? Ah, das war richtig. Was ist aus dem Schlachtfeld von Rinilash verstreut? Das Blut unserer Feinde, die Gebeine von Göttern, Waffen und Schinken. Mal, oder? Ah, war zufällig. Also ich habe die Bücher nicht gelesen, ich rate hier. Woher stammt der Begriff Unesgüt? Keine Ahnung. Aus dem Brief von Meralda? Theaterstück? Das hier vielleicht? Nee, das war's nicht. Das zweite, falsch. Okay, diesmal haben wir richtig verkackt. Aus dem Brief, genau. Nutzt die Verteidigung des Reichs. Ich bin beeindruckt von eurem Wissen über die Arati-Kultur-Täler. Wir können uns glücklich schätzen, jemanden wie euch hier bei uns zu haben. Perfekt, dass ich jetzt nur die ganze Zeit reingeraten habe. So, und wo ist jetzt meine Belohnung? Ah ja, da haben wir das Ding. Deckt euch für die nächste Ausgangssperre. Und jetzt haben wir Arati-Buchsammlung einmal bekommen. Oh. Und mit der Buchsammlung sind wir dann auch tatsächlich komplett fertig. Einmal alle 11 Schätze eingetütet und ja, damit sind wir durch. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne einmal in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.